Eine der wichtigsten Abteilungen im Coop ist F und G, was im Klartext nichts anderes heisst als Früchte und Gemüse. An erster Stelle bei den F- und G-Leuten steht Frische und die Auswahl. Und das gilt natürlich besonders auch während der Festtage, wo sich das Angebot an tropischen Früchten aus allen Kontinenten noch reicher und farbenprächtiger präsentiert, als man sonst schon gewöhnt ist. Woher die feinen Früchte kommen und was man damit alles anzaubern kann, das wollen wir Ihnen heute kurz zeigen. Am bekanntesten von diesen Exoten sind sicher die Ananas. Die Sie jetzt bei Coop antreffen, kommen aus Ghana. Die Ananas kann man übrigens immer wieder neu entdecken, zum Beispiel als saftig-süßen Aromaspender in pikanten Salat oder als dekorative Beilage zu Fleischgericht wie den verschiedenen Quick-Spezialitäten. Nicht nur gelbe, auch grüne Ananas können übrigens reif sein. Lassen Sie sich durch die Farbe nicht irritieren und machen Sie den Test. Bei den reifen Früchten lassen sich Blätter ganz leicht rausziehen. Reife Kiwi hingegen erkennt man, indem sie auf leichten Druck nagen. Die Reife kann man, wenn es pressiert, aber auch selber beeinflussen, indem man sie zusammen mit ein paar Äpfeln lagert. Die saftigen, grünen Früchte aus Neuseeland lassen sich auf vielseitige Art geniessen. Meistens werden sie ausgelöffelt. Und wie man sieht, gibt es damit aber auch sehr dekorative Torten oder Küchen. Auch bei den Avocados ist es wichtig, dass man sie gut ausreifen lässt. Dann erst sind sie butterzart und eignen sich zum Rohessen oder zum Servieren mit einer süßen oder pikanten Füllung. Die Avocado kommen im Moment aus Israel, die Mango, die sie jetzt ebenfalls bei Coop bekommen, hingegen noch von viel weiter, nämlich aus Brasilien. Je nach den zahlreichen Sorten, die man kennt, sind sie säuerlich oder süß und in Streifen oder Stückchen geschnitten passen sie wunderbar zu einem farbenprächtigen Salat. Eine Frucht, die man normalerweise aus Italien oder Griechenland kennt, im Moment wegen der Jahreszeit aber ebenfalls aus Brasilien kommt, ist die Feige. Die frischen Feigen harmonieren, kühlt wunderbar mit Schinken oder Salami und machen sich sehr gut auf einer Käseplatte. Weitere exotische Köstlichkeiten aus Madagaskar, Kenia, Malaysia, Mexiko, Florida oder Südafrika sind bei Coop für Sie parat. Eine ganze Reihe davon zum Aktionspreis. Lassen Sie sich von diesen günstigen Preisen doch animieren. Früchte und Käse haben sich schon immer sehr gut ergänzt und wie wir jetzt gerade gesehen haben, eignen sich beide für ein exklusives Dessert. Es darf aber auch beim Käse einmal etwas Besonderes sein. Warum nicht der Old Emmentaler? Die für den Old Emmentaler ausgesuchten Käsleib werden in 30 Meter Tiefe in einem alten Felsenkeller bei optimaler Temperatur und Feuchtigkeit naturgelagert und gepflegt. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Trockenlagerung trocknet der Käse nicht aus und hat eine weniger dicke Rinde. Und da sieht man jetzt auch gerade, wieso der Käse Old Emmentaler heisst. Durch die Lagerung im feuchten Felsenkeller kommt drin eine Patina über und wird fast schwarz. Für einmal ist es also ein gutes Zeichen, wenn man schwarz sieht. Es bedeutet nämlich bessere Käsequalität. Verlangen Sie den Old Emmentaler doch in unserer Käseabteilung. Dass wir Ihnen verschiedene exotische Früchte zum Aktionspreis anbieten können, habe ich schon am Anfang verraten. Das ist aber längstens noch nicht alles. Frische Ananas aus Ghana kostet bei Coop per Stück nur 3,90 €. Und das Weihnachtsbouquet gibt es für nur 9,80 €. 100 Gramm Emmentaler mild bekommen Sie offen oder verpackt für nur 1,50 €. Außerdem offerieren wir Ihnen 3 Briefordner in diversen Farben für nur 7 Franken. Das Mal ist es in meinem Forama hauptsächlich ums Festtagsdessert gegangen und auch der letzte Beitrag bleibt auf dieser Linie. «Con gran tradizione e sempre festa» heisst es auf der neuen Panettone. Und tatsächlich, wo das traditionelle Weihnachtsgebäck auftaucht, lässt sich niemand lang beten. Panettone oder Pandoro von Gran Tradizione sind übrigens neu, sehr hübsch verpackt. Sie sind also auch als Geschenkli überall willkommen. Das wäre es vom heutigen Inforama. Ich wünsche Ihnen morgen noch viel Vergnügen bei den letzten Weihnachtsvorbereitungen und dann wunderschöne und erholsame Festtage. Auf Wiedersehen miteinander.